Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Ja, zum Wochenende erwartet uns leider ein Sommerloch. Wir schauen uns die Lage zu unserer Wettercam nach Halbenrhein an. Da aktuell zugezogener Himmel bei Temperaturen um die 12 Grad. Und etwas drüber sieht es in der Postalm in Strobel aus. Hier haben wir aktuell Temperaturen um die 11 Grad. Was heißt das Ganze für Europa? Wir blicken auf die Wetterkarte. Über dem Westen des Kontinents herrscht hoher Luftdruck. Über der Mitte und dem Osten tiefer Luftdruck. Zwischen England und der Iberischen Halbinsel scheint häufig die Sonne, wobei es in Spanien und in Portugal noch extrem heiß wird. Von Zentraleuropa über Polen bis nach Westrussland liefern zahlreiche Wolken und Gewitterschauer. Wir blicken nach Österreich. Es bleibt hier sehr kühl und jederzeit und überall kann es regnen. Es regnet auch anhaltend. Der Himmel ist auch nur zeitweise trüb. Dazwischen zeigt sich aber durchaus auch die Sonne. Doch gerade die Sonne kurbelt dann auch die Entstehung von weiteren heftigen Regengüssen und Gewittern an. Wir blicken auf die 24-Stunden-Prognose für den Westen. Und hier sehen wir es schon, uns erreichen viele Regengüsse. Höchsttemperaturen nur noch um die 23 Grad. Und auch im Osten kühlt es sich extrem ab. Hier Temperaturen nur noch um die 18 und 20 Grad. Vor allem bringt das Wetter ganz viel Regen mit. Wir blicken nun auf die 7-Tage-Prognose für den Westen und Sie sehen es schon, wir bekommen einen Temperatursturz unter 20 Grad. Wir erreichen hier 18 Grad zum Wochenende und viele Regenschauer. Das Gleiche zeichnet sich im Osten ab. Hier Temperaturen um die 20 Grad Regenschauer. Allerdings wird es dann zur Mitte der nächsten Woche wieder freundlich und die Sonne lässt sich auch wieder durchblicken. Ja, so viel zum Wetter. Wir machen jetzt hier weiter zur Top-Story des Tages.